Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 5 der Reihe über Göttinnen und Götter, Heroen und Dämonen, die in diesem Oktober 2022 beginnt und bis Juli 2023 reichen wird. Heute wollen wir uns mit dem Gott Apoll beschäftigen und dem großen Dichter Pindar, der für Apoll mehrere Chorlieder, Bajane, geschrieben hat. Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung steht das Chorlied Nummer 6, Bajan 6, das ich zunächst einmal vorlese. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über Pindar, etwas ein wenig Biografisches. Und dann mache ich mich an die Interpretation dieses Chorliedes. Das Chorlied ist nur in Fragmenten überliefert. Es gibt mehrere Lücken. Ich lese Ihnen das vor, soweit es auf Deutsch, soweit es eben erhalten geblieben ist. Beim olympischen Zeus, du goldene, sehr berühmte Pytho, flehe ich zu dir wie zu den Chariten und Aphrodite. In der hochheiligen Zeit nimm mich auf, den singenden Dolmetsch der Pieriden. Denn da ich hörte, dass beim erzmündigen Wasser der Schall der Kastalia ohne Reigentanz der Männer, so kam ich, um von deinen Verwandten die Verlegenheit abzuwehren und von meiner Ehre. In meinem Herzen, wie ein Kind, der trauten Mutter gehorchend, stieg ich nieder zum Kränze und Blüten nährenden Hain des Apollon, wo den Letoiden häufig der Delphier Töchter bei der Erde schattenreichem Nabel besingen und mit schnellem Fuß schlagenden Boden. Lücke, in der der Groll Apolls auch auf die Menschen geschildert wird? Das können den Göttern glauben, die weisen Dichter, aber dem Sterblichen ist es unmöglich, es zu finden. Aber ihr jungfräulichen Musen, ihr wisst alles und habt durch den dunkel umwölkten Vater und Mnemosyne diese Aufgabe. Hört nun! Es sehnt sich meine Zunge, des Honigs köstliche Süßigkeit zu spenden, wo ich für Loxias niedersteige zum breiten Festplatz beim Göttermahl, dem geopfert wird für die herrliche ganze Hellas, welches der Delphierstamm gelobte um des Hungers willen. Jetzt kommt wieder eine Lücke. Achilleus, den traf mit dem Pfeil und trennte vom Kampf der fernhin treffende Gott in Paris sterblicher Gestalt. Für Ilion schob er auf später hinaus die Eroberung, indem er der dunkelgelockten Thetis vom Meere gewaltiges Kind, den verlässlichen Walde Achäer, mit dem dreisten Tod hemmte. Und wie viel hat er gestritten, wieder die weißarmige Hera, unbiegsamen Sinn entgegenstemmend, und wie viel wieder Polyz, ohne die großen Mühen, hätten sie Dardania zerstört, wenn es nicht bewacht hätte Apollon, der in den goldenen Wolken des Olymps und seinen Gipfeln thront. Zeus, der Göttervogt, er wagte es nicht, das Verhängte aufzulösen. Um die schön gelockte Helena war es dann notwendig, dass die breite Pergamos austilge der Glanz des lodernden Feuers. Als sie nun die heldenstarke Leiche in das viel umstöhnte Grab gelegt, den Peliden, gingen über des Meeres Woge Boten und kamen zurück, die von Skyros den wortgewaltigen Neoptolemos führten, welcher ganz zerstörte die Stadt Ilion. Aber weder die Mutter dann, die Traute, sah er, noch hat er auf den väterlichen Fluren die Rosse der Myrmidonen, ein erzgewappnetes Getümmel, geweckt. Nahe bei Tomaros, nach dem molossischen Lana, gelangte er und entging nicht den Winden nach dem Ferntreffer mit dem breiten Köcher. Geschworen hatte der Gott, der den greisen Priamos bei dem Hausaltar getötet,
auf den dieser gesprungen, nicht solle der in sein heiteres Haus kommen, noch ins Greisentum des Lebens. Als er mit den Dienern über des Anteils Ehre in Erbe in Streit geraten, da hat er ihn getötet, in seinem Bezirk an der Erde breitem Nabel. Je, Jete, jetzt ruft die Maße des Pajans, ihr jungen Männer. Namenberühmt liegst du herrschend im dorischen Meer, o Insel, Zeus, des hellenischen funkelnder Stern. Deshalb wollen wir dich nicht betten, ohne dich mit Pajanen zu laben, sondern du sollst der Gesänge Fluten empfangen und sagen, woher du empfingst den seebeherrschenden Daimon und den gastrechtlichen Glanz. Der alles bald so, bald anders bereitet, hat dir verbürgt deinen Segen, der weithin donnernde Kronossohn. Er hat an den Wassern des Asopos einst aus der Vorhalle entführt die tief gegürtete Jungfrau Ägina. Damals haben die goldenen Haare der Luft verborgen euren himmlischen, schattigen Rücken. Pindar, einer der größten antiken Dichter, die das Griechenland kennt, wurde geboren so um 520 vor unserer Zeit in einem Ort bei Theben und starb nach 446 vor Christus dort. Er stammte aus einer adligen Familie, bekam eine sehr gute Ausbildung in Theben, das damals athenfeindlich gestimmt war. Athen ging in dieser Zeit im 5. vorchristlichen Jahrhundert über zu demokratischen Regierungsformen, während in Athen noch die alte Aristokratie, das alte aristokratische System herrschte. Pindar wurde schon früh als Dichter berühmt, er bekam schon mit 24 Jahren Dichterpreise und hatte sehr gute Beziehungen zur Priesterschaft in Delphi, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Er hat viele Wettbewerbe gewonnen, zum Beispiel auch auf der Insel Ägina, von der auch in diesem Pajan Nummer 6 die Rede ist. Und überall in Griechenland hat man Chorlieder von ihm bestellt, in Athen, in Theben, in Thessalien. Während der Perser-Invasion 490 bis 480 vor, hat das aristokratisch gestimmte Theben auf Seiten der Perser gekämpft gegen das demokratisch gesinnte Athen. Pindar hat sich in dieser Zeit auf die Insel Ägina zurückgezogen, da er sich als Hellene fühlte, eben als Grieche, der nicht gegen Griechen kämpfen wollte. Nach dem Sieg Athens kehrte er dann nach Theben zurück, das von Zerstörung verschont geblieben war, und würdigte die Leistung Athens bei der Befreiung durch die Perser, wurde daraufhin natürlich in Athen auch sehr geschätzt. Er hielt sich in den 70er Jahren in Sizilien auf, wo kunstliebende Tyrannen regierten, auf deren Siege er dann auch Gedichte schrieb. Er traf dort mit anderen bedeutenden Chorlyrikern seiner Zeit zusammen und arbeitete nach seiner Rückkehr nach Theben auch für andere Herrscher, zum Beispiel den König von Rhodos, schrieb auch einen Pajan aus Anlass einer totalen Sonnenfinsternis. Die letzten Jahre seines Lebens erlebte er den Aufstieg der athenischen Demokratie und den Niedergang der alten aristokratischen Welt in Theben. Er ist gestorben und es gibt zwei Versionen seines Todes. Einmal sei er an verdorbenem Wildfleisch gestorben, und ein anderes Mal in den Armen seines Geliebten. Seine Werke, die Pajane, das sind feierliche Gesänge, die in einer Prozession zu einem Heiligtum gesungen werden und eigentlich gedichtet sind auf einen Gott,
nämlich den Heilgott Apollen. Und dessen Zentrum ist nun eben Delphi, der Ort, an dem auch dieser Paia Nummer 6 gesungen werden sollte. Diese Chorlieder werden gesungen von Männern, aber es gab auch Frauenchore mit Instrumentalbegleitung. Und es sind Gesamtkunstwerke. Das heißt, wie übrigens auch das antike griechische Drama, auf das werde ich auch noch zu sprechen kommen, es ist eine Mischung aus Text, Musik und Choreografie, Bewegung. Es ist ein Gesamtkunstwerk und für alle drei Richtungen, Text, Musik und Choreografie, war Pindar zuständig. Er komponierte also ein ganzes Gesamtkunstwerk, ein Chorlied. Chor heißt ursprünglich Tanzplatz und hat etwas mit Bewegung zu tun. Und diese Chorlieder erzählen nun von den Göttern oder mythischen Helden. Und sie haben eben einen kultischen Charakter, der zu Festlichkeiten zu tragen kommt. Eine sehr feierliche, gesuchte, auch dunkle Sprache. Und Pindar hat sehr viele Paiane eben zu Ehren des Gottes Apollo geschrieben, wurde berühmt in der Antike für diese Lieder bis in die römische Zeit hinein, bis dann eben das Christentum mit dieser Kunst Schluss machte. Also, Paia Nummer 6 findet statt in Delphi, einem Ort, der westlich von Athen liegt, am Hang des Parnassos über dem Golf von Korinth. Das ist ein Heiligtum, was Apoll geweiht war, einer der heiligsten Orte Griechenlands, der Bauchnabel der Welt, Omphalos. Dort konnte man das Orakel der Pythia befragen, der Apollonpriesterin. Und es war ein kultisches Zentrum, zu dem von überall her Griechen, aber auch Nicht-Griechen kamen. Ein Zentrum des Panhellismus der Griechen, die ja sonst in vielen Inseln und Kleinstaaten und Städten zerteilt waren, aufgesplittert waren. Der Name Delphi kommt vom griechischen Delphis, was Gebärmutter heißt, und einen Hinweis darstellt auf die alte Erdgöttin Gaia. Hier hat schon im 8. vorchristlichen Jahrhundert ein Zeus-Heiligtum bestanden und das später dann eben nach den vier dunklen Jahrhunderten zum Orakel des Apollon geworden ist. Der Name ist auch Pytho, weil dort eine geflügelte Schlange namens Python wohnte, die Apoll tötete. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ab 582 fanden dort auch Spiele statt, pythische Spiele, die nach den Olympischen die bedeutendsten panhellenischen Spiele waren, die Griechenland, das klassische Griechenland, kannte. Verboten wurde dann dieser Tempel und alle heidnischen Kulte 392 von Kaiser Theodosius I. Delphi war gegründet worden laut eines Mythos von Zeus, der zwei Adler von zwei Enden der Welt hatte aufsteigen lassen und die trafen sich nun genau hier, genau über an diesem Ort am Nabel der Welt Omphalos. Und das war ein Ort, wo sich die alte Erdgöttin Gaia mit dem Schlamm vereinigt hatte und eine Python, eine geflügelte Schlange, geboren hatte. Und diese Schlange besaß hellseherische Fähigkeiten. Nun gab es die große Göttin Hera, von der wir schon gesprochen haben. Sie war eine Enkelin Gaias und ihr hatte Gaia prophezeit, dass die Titanentochter Leto
von Zeus Zwillinge gebären würde, nämlich Artemis und Apollon, und diese Zwillinge würden stärker sein als die Kinder Heras. Python hatte sich auch selbst prophezeit, dass er von Apoll getötet werden würde. Daraufhin wollten Python und natürlich auch Hera, dass Leto diese Zwillinge nicht gebären könnte und wollten sie töten. Die Leto war aber schwanger auf die Insel Delos geflohen, wo sie Artemis und Apollon gebar. Apollon rächte sich nun daraufhin an Pytho und tötete ihn in Delphi, und das Blut dieser geflügelten Schlange ergoss sich an diesem Ort und verteilte nun auch durch das Blut die hellseherischen Fähigkeiten auf diesen Ort, sodass Delphi zu einer Orakelstätte werden konnte. Wie gesagt, dort gab es eine Priesterin, die Pythia genannt wurde, und die durfte als einzige Frau den Apollon-Tempel betreten, geriet dann wohl über einer Erdspalte in Trance durch ethylenhaltige Gase, die dort entströmten, und ihre dunklen Sprüche wurden dann von Opferpriestern und Oberpriestern interpretiert. Berühmt sind zwei Sprüche, die über dem Eingang zu diesem Delphi-Orakel standen. Gnotis iauton, erkenne dich selbst, und meden agan, nichts im Übermaß. Darauf kommt jeder zu sprechen, der sich mit Sokrates und seiner Philosophie beschäftigt. Also, jetzt komme ich genauer auf diesen Paion Nummer 6 zu sprechen. Pindar hatte sehr enge Beziehungen zu Delphi. Er war ein sogenannter Proxenos, ein Gastfreund der Delphier. Das heißt, er hatte sich mit seinen Gesängen auch besonders verdient gemacht um dieses Heiligtum. Und bei den Theoxenia, den kultischen Bewirtungen der Götter, wurde ihm auch noch nach seinem Tod immer ein Teil der Speisen abgesondert und er wurde von den Priestern zum Mahl gerufen. Das zeigt, wie eng seine Verbindung zu Delphi war. Dieser Paion Nummer 6 wurde nun bei einem Gastmahl aufgeführt, das einst wegen einer Hungersnot gestiftet wurde. Und in einem Bittgesang sollte nun Apoll besungen werden und um Hilfe gebeten werden. Und zufällig war zu diesem Gastmahl kein Sängerchor verfügbar, sodass Pindar einsprang. Er dichtete, komponierte und choreografierte nun eine Prozession, das Lied, und veranlasste nun einen Männerchor aus Aegina, auch einen Chor zu stellen. Ein Paion ist ein vielstimmiger Gesang auf Apollon, der eben in einer Prozession gesungen wird, und dabei haben die Männer getanzt, sie haben gesungen, sie haben sich fortbewegt, und zwar von der Peripherie zum Zentrum hin, zum Omphalos hin. Und dieses Moment der Verehrung in Bewegung, im Tanzen, im Hören, im Sprechen, das ist gerade in den heutigen modernen Interpretationen so wichtig geworden. Man spricht da von dem sogenannten Embody-Moment, also wo ein Text eben tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird, wo Hören, Sehen und Bewegung in eins geraten. Und dadurch, das ist etwas sehr, sehr Archaisches auch, was wir in diesem Gesang kennenlernen werden. Genau. Die Gliederung dieses Paians ist erst eine Anrufung von Zeus, dann wird vom Groll des Apolls gesprochen, den die Menschen auch fürchten, von dem sie fast nicht für wahr halten können. Dann werden die Musen angerufen und dann wird vom Gott Apoll erzählt, von einigen seiner größten Heldentaten oder Ereignissen um ihn herum. Schließlich
wird ein Lob auf Aegina gesungen, auf eine Geliebte von Zeus, die dann, nach der dann diese Insel auch benannt wurde. Und so wird dieser Chor geteilt eben von einem Männerchor wohl der Delphier und zum Schluss eben auch der Ägineten, die nach Delphi kommen. Man nähert sich sozusagen dem Heiligtum an, bis man an die Türen kommt. Es wird an die Lieder der Frauen erinnert, die dort auch getanzt haben mit ihrem Fußgetrappel. Und der Hörer wird oder Zuhörer wird hineingenommen in den Rhythmus des Liedes, in die Bewegung, und so wird es zu einem gesamtkörperlichen Ereignis. Paian 6 schildert die absolute Macht Apolls, der Götter über den Menschen. Und dann der Höhepunkt dieser Lieder ist der Schrei, der Paian-Schrei, Jete, sing, 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 Sieg, genau. Und in diesem Schrei wird das Hier und Jetzt der heiligen Zeit deutlich. Das ist, in einem Paian tritt der Mensch aus seinem alltäglichen Welt heraus in eine heilige Zeit, in eine Zeit, in eine Parallelwelt, die er eben singend, tanzend, sich bewegend erlebt. Das Vergangene, die vergangenen Taten der Götter werden ihm jetzt wieder lebendig, präsent. Das Göttliche erscheint im Moment. Und das Heilige und das Profane, was sonst in der Welt der Menschen getrennt ist, findet hier zusammen. Und das ist ein wichtiges Merkmal, dass wir in diesen archaischen Texten immer wieder eine Heiligkeit, eine mythische Gegenwart spüren, die wirklich im Moment erlebt wird. Also, gehen wir jetzt genauer die einzelnen Zeilen durch. Apollon wird besungen, ein Gott des Lichts, des Frühlings, der sittlichen Reinheit, ein Gott der Mäßigung, eben immer das Mittelmaß, so steht es ja auch immer über dem Eingang, ein Gott der Weissagung und der Künste, der Musik, der Dichtung, des Gesangs, ein Heilgott, aber auch ein Bogenschütze, der mit seinen Pfeilen Krankheit bringt. Apoll ist der Sohn des Zeus und der Leto, deswegen wird er auch Letoide genannt, und seine Zwillingsschwester ist Artemis. Sehr oft wird er später auch schon in dieser Zeit, gleichgesetzt mit dem Sonnengott Helios. Wie gesagt, Apoll ist nicht nur ein Heilbringer, sondern auch ein Todbringender, der, und darauf wird in diesem Paian angespielt, zum Beispiel die Pest nach Troja getragen hat. In den Trojanischen Krieg getragen hat. Er hat die Pest über das griechische Lager gebracht, weil er auf die Griechen wütend war. Das griechische Heer hatte die Tochter eines Apollonpriesters entführt und das vergab ihnen Apollon nicht. Er hat ein weiteres bekannte Geschichte vom Trojanischen Krieg auch, und Apoll ist, dass Apoll Kassandra die Gabe der Weissagung geschenkt hat. Und die Kassandra-Rufe offenbarte ja den Trojanern ihren Untergang, aber niemand hörte auf sie. Auf mehrere Ereignisse in diesem Trojanischen Krieg wird eben nun angespielt. Da komme ich jetzt nochmal gleich drauf. Also, der Anfang wird beim Olympischen Zeus, die Pytho wird angerufen, die sehr berühmte Pytho. Und die drei Grazien, die Chariten und die Göttin der Liebe und Schönheit Aphrodite werden angerufen. Die Chariten, die auch Festfreude bringen. In der hochheiligen Zeit nimm mich auf. Eben, es ist die heilige Zeit, die in diesem Paian
hier und jetzt gefeiert wird, den singenden Dolmetsch der Pieriden. Die Pieriden, das waren die neun Schwestern, die den Musen getrotzt haben und die in einem Wettstreit unterlagen und in Vögel verwandt wurde. Und er nennt sich eben einen Dolmetscher dieser vögelstimmigen Schwestern. Denn da ich hörte, dass beim erzmündigen Wasser der Schall der Kastalia ohne Reigen tanzt der Männer, so kam ich, ja. Also, das erzmündige Wasser, erzmündig, das sind die Tore, die bronzenen Türen zum Eingang zum Heiligtum. Und er hatte nun eben gehört, dass es kein Chorlied geben werde. Und um seinen Verwandten, denen er sich verpflichtet fühlt, aus der Verlegenheit zu helfen, hat er sich entschlossen, ein Chorlied zu singen. Er stieg also zum Kränze und blütennährenden Hain des Apollons, wo eben die Töchter Delphis den Gott besingen, den Letuin, den Sohn der Leto, und mit schnellem Fuß schlagen den Boden. Auch hier eben die Bewegung, der Tanz, der hier angespielt wird, auf den hier angespielt wird. In einer Lücke, die nicht erhalten geblieben ist, weiß man, dass auf den Apoll auch, der Groll des Apoll auch angesprochen wird, der eben den Menschen auch Verderben bringt. Und so sind die folgenden Zeilen: Das können den Götter glauben, die weisen Dichter, aber dem Sterblichen ist es unmöglich, das zu finden. Nur die göttlichen, die jungfräulichen Musen, die Kinder von Zeus und Mnemosyne, dem dunkel umwölkten Vater, und Mnemosyne, das war die Mutter der neuen Musen, die wissen alles und genau, und können die Musa anrufen, um seinen Gesang, seine Aufgabe vollenden zu können. Genau. Hört nun, es sehnt sich meine Zunge des Honigs köstlichste Süßigkeit zu spenden. Also er will anfangen zu singen. Und für Loxias, das ist ein anderer Name für Apoll, niederzusteigen zum breiten Festmahl beim Göttermahl. Denn dieses Göttermahl, ein ganz spezielles Göttermahl, hatten die Delphier gelobt, als eine Hungersnot ausgebrochen war. Und dieses Gastmahl, dieses Mahl sollte nun stattfinden, und dafür hat er sich eben bereit erklärt, ein Lied zu schreiben. Nun kommt in dem Text wieder eine Lücke, und dann wird auf die Taten Apolls, sie werden angesprochen, und zwar drehen sie sich vor allem auch um Achilleus und dessen Sohn Neoptolemos. Achilleus, der nun der einer der wichtigsten Kämpfer im griechischen Heer vor Troja war, den hat der fernhin treffende Gott Apoll in Paris sterblicher Gestalt mit dem Pfeil getroffen. Paris, der die schöne Helena nach Troja entführt hatte, hatte Achilles Ferse mit einem Pfeil getroffen, der vergiftet war, und Achill war daraufhin gestorben. Und diesen Pfeil hatte eben Apoll gelenkt, diese berühmte Achillesferse, über die man auch einiges erzählen könnte. Und daraufhin wurde eben die Eroberung Ilions, Trojas, hinausgezögert. Und der dunkel gelockten Thetis vom Meere gewaltiges Kind, der verlässliche Walde Achäer, wurde getötet. Also Thetis war die Mutter von Apoll gewesen, die Meeresgöttin, die mit einem Sterblichen ein Kind gezeugt hatte, Achill. Und
Das war der verlässliche Wald der Griechen, der Achäer, auf den in diesen paar Jahren angesprochen wird. Genau, und dann wird weiter erzählt, wie Apoll wieder die weißarmige Hera gestritten habe. Denn Hera hatte sich ja für den Tod Letos ausgesprochen, weil sie nicht wollte, dass die Kinder Letos stärker würden als ihre eigenen. Und dann eben auch hat er sich gestemmt gegen die vielen Stämme und Städte, die sich vor Troja versammelt hatten und Dardania, ein anderer Name für Troja, anspielend auf den Urgroßvater Trojas vom Namen her, wurde daraufhin zerstört, ist zerstört worden, aber lange Zeit eben nicht, weil Apoll diese Stadt bewacht hat. Apoll, der in den goldenen Wolken des Olymps und seinen Gipfeln thront. Selbst Zeus, der Göttervater, hat es nicht gewagt, sich gegen diesen Spruch Apolls aufzulehnen. Aber schließlich war es eben notwendig, dass wegen der schön gelockten Helena die breite Pergamos, also Troja, ausgetilgt werde, der Glanz, der Glanz des lodernden Feuers, also Troja in Flammen, aufgeht. Pergamos ist Sohn des Neoptolemos, genau. Also der Glanz des lodernden Feuers wird Ilion zerstören. Und nun wird auf die Achill noch einmal zurückgekommen. Als sie nun die heldenstarke Leiche in das vielumstöhnte Grab gelegt, den Peliden, genau. Sie haben also, Pelide ist ein anderer Name für Achill, in ein Grab gelegt und es war viel umstöhnt, viele haben um ihn getrauert. Und nun gingen eben Boten über des Meeres Wogen und kamen zurück und diese Boten sind zum Sohn des Achill gegangen, den wortgewaltigen Neoptolemos, der auf Skyros wohnte. Und dieser Neoptolemos ist nach Ilion gekommen und hat die Stadt zerstört. Nun war aber wieder ein Spruch von Apoll geworden, dass Neoptolemos nie nach Hause zurückkehren sollte, nie seine Mutter sehen sollte, nie die väterlichen Fluren, auch nie, dass er die Rosse der Myrmidonen, er ist nur in das molossische Lana gelangt, bei Tomaros, das ist eine Gegend in Mittelgriechenland, wo er Neoptolemos auch aus dem Zeus-Heiligtum eine Frau, Lanassa, entführt hat. Aber er ist nie nach Hause gekommen, er entging nicht den Winden noch dem Ferntreffer mit dem breiten Köcher Apollon. Denn der Gott hatte geschworen, dass derjenige, der den greisen Priamos, also den König von Ilion getötet hatte, und zwar auch noch auf dem Hausaltar, was eigentlich ein Platz war, an dem man sich retten konnte, und dort durfte niemand einem etwas antun. Aber Neoptolemos hatte dieses Gebot übergangen und Priamos getötet. Und Apoll hatte geschworen, dass Neoptolemos nie nach Hause in sein heiteres Haus kommen solle. Noch ein Greis werden sollte, noch ins Greisentum des Lebens. Und zwar kam Neoptolemos in Delphi zu Tode, als er in Streit geriet über Besitztümer mit seinen Dienern. Und zwar direkt in Delphi. Und dort ist ihm dann auch ein Heiligtum zugestanden worden, was eben bis zur Auflösung im vierten nachchristlichen Jahrhundert dort bestanden hat. Und dann folgt der große Ruf
der die heilige Zeit ins Hier und Jetzt ruft. Je, jete, jetzt ruft die Maße des Paians, ihr jungen Männer. Und nun sind die jungen Männer von Egina angesprochen, das im Dorischen Meer liegt, eine Insel, die Zeus besonders geliebt hat. Genau, und diese Insel soll besungen werden, auch der Gesänge Fluten empfangen, und es soll erzählt werden, warum sie so seebeherrschend geworden ist und so einen gastrechtlichen Glanz bekommen hat. Denn Zeus, der alles bald so, bald anders bereitet, hat Ägina diesen Segen verbürgt. Der weithin donnernde Kronos-Sohn, also der Sohn des Kronos Zeus, donnernd, der Donnergott, hat an den Wässern des Asopos, eines Flusses, aus einer Vorhalle entführt eine Jungfrau namens Ägina. Und zwar, da gibt es verschiedene Versionen. Eine Version ist, dass er sie in Gestalt von Feuer entführt hat. Und das ist gemeint mit den die goldenen Haare der Luft. Also in den goldenen Haaren der Luft des Feuers hat er sie verborgen und entführt nach Ägina, das damals noch Oenone hieß, wo sie ihm einen Sohn geboren hat. Und dieser Ort ist ihm dann so beliebt geworden, dass er diesen Ort, diese Insel dann auch in Ägina umbenannt hat. Damals haben die goldenen Haare der Luft verborgen euren heimischen schattigen Rücken. Mit dem heimischen schattigen Rücken, das ist auch eine sehr erotische Anspielung auf diese wunderschöne Frau, Ägina. Also, in diesem Paian 6 wird Apoll angerufen in zwei Männerchören, Delphi und Ägineten. Und es wird erzählt von Apoll, von wichtigen Geschehnissen in der mythischen Geschichte Griechenlands. Und es wird gleichzeitig eben die heilige Zeit, das Hier und Jetzt des Gottes, den Menschen vor Augen geführt. Sie werden hineingenommen in diesen Tanz, in diesen Rhythmus des Paians und erleben hier und jetzt die Präsenz dieses Gottes. Pindars, Paian Nummer 6 auf Apoll. Auch habe ich hier vorgestellt, auch um Ihnen zu zeigen, wie in dieser archaischen Welt die heilige Zeit, die Anderwelt, dass die Welt der Götter präsent sein können und die Menschen aus ihrer alltäglichen Welt in eine heilige Welt hineinkatapultieren können.